Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Tierheim Challenge. Dies ist Teil 7. Und Willi ermutigt gerade Amika, sich nochmal zu paaren. Aber hier, die beiden sind irgendwie auch ganz wild aufeinander. Also Oreo und Blacky. Ah, da, stopp. Da passiert es schon wieder. Och, wie süß. Ja. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Wenn es diesmal nicht klappt, dann nehmen wir Oreo und Blacky. Weil die wollen ja auch gerne. So, jetzt macht er den Gartensalat fertig. Und dann findet er vielleicht endlich mal Zeit, sein Frühstück zu essen. Aha, Amika bettelt mal wieder. Das sollte man ihr vielleicht schon mal abgewöhnen. So, und dann versuchen wir auch mal Cutie weiter zu erziehen. Aber erstmal soll er frühstücken. Kommt ja hier zu nichts in so einem Hundehaushalt. So, na, er isst jetzt den Gartensalat, das ist auch in Ordnung. Dann stellen wir die Eier und Toast in den Kühlschrank. Allmählich lernt er auch das mit dem Kochen ein bisschen. So, na, sie halten sich inzwischen erstaunlich gerne hier einfach so im Haus auf. Ja, dann sollten wir nach dem Frühstück erstmal eine Pinkelrunde machen und dann vielleicht mit einem der Hunde mal einen Spaziergang machen. Vielleicht mit Cutie, weil, ja, die soll ja dann als nächstes ausziehen. Und jetzt gucken wir mal, ob er Oreo auch zur Paarung ermutigen kann. Ja, das versuchen wir einfach mal. Oreo und Blacky irgendwie miteinander? Also Blacky ist Weibchen und Oreo ist auch ein Weibchen. Na, ihr könnt keine Welpen machen. Also Oreo mit... Nehmen wir doch mal Cutie. Denn dann würde ein Teil von Cutie sozusagen hier bleiben. So. Okay, das war wohl nix. Wir probieren es nochmal. Zur Paarung ermutigen mit Cutie. Und dann sehen wir, welcher von beiden schwanger wird. Und Blacky wollte ja auch irgendwie... So, okay, ja, wunderbar, die machen es wenigstens hier mit viel Platz, sehr schön, wunderbar, da kann man schön Screenshot machen. So, jetzt dürft ihr mal weitermachen, ja, sehr gut. Okay, mal gucken, ob eine Meldung kommt. Aha. Na, da kannst du gleich mal bitten, das Geschäft zu erledigen und hier auch bitten, das Geschäft zu erledigen. Und dann können wir die anderen einfach auch mal herrufen. Wir haben also Cutie schon her, Blacky, Tofu, Cleveland und Amika. So langsam kenne ich sie alle. Der Nachteil dieser Stelle ist, da es ist schwieriger, die Haufen in den Müll zu schmeißen. Stopp. Hier bitten, das Geschäft zu erledigen. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Ja, bitte die mal alle, das Geschäft zu erledigen. Dafür sind die jetzt alle gekommen. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Und bitten, das Geschäft zu erledigen.
So. Ja, doch, ich lasse ihn mal wegwerfen, sagen. Und das hier auch wegwerfen. Ja, es stinkt, das ist völlig klar. Hier ist auch noch einer zum Wegwerfen. Was war mit dem hier? Na gut, den schmeiß ich mal. Kann man die eigentlich auch ins Waschbecken schmeißen? Nö. Na gut, dann hier rein. So. Wir wollen ja nicht, dass er da irgendwo reintritt. Und dann könntest du mit Cutie einen kleinen Spaziergang machen. Tierpflege, spazieren gehen, kurzer Spaziergang. Ja, und die anderen Hunde dürfen hier im Garten rumtollen. Ich bin mal gespannt, ob einer der Hunde schwanger wird. Ja, da will jemand Ball spielen. So, wir gehen mal zumindest ein Stück mit denen mit. Ja, da kann man dann später auch wieder... ja, okay. Mal gucken. Oh, jetzt wird er gleich dreckig. Nein, nein. Ja, vielleicht hilft es ja zu bürsten. Und? Ja, ein Geschenk. Na, dann kannst du gleich mal loben. Stopp. Loben. Dann kannst du das Geschenk aufmachen und dann vielleicht eine Runde bürsten und dann könnt ihr weiter spazieren. Ah, Desawa. Terep Desawa. Ubedo. Brigyaba. So, ein zerbrochenes Fossil. Okay, dann könnt ihr jetzt weiter spazieren gehen. Spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Und ich verkaufe mal das Fossil. Das ist jetzt natürlich leider nicht sehr wertvoll. Aber immerhin. Besser als gar nichts verdienen. Dann mache ich hier auch nochmal Frösche züchten. Das bringt wenigstens auch ein paar kleine Simoleons ein. Momentan sind wir ja noch nicht so... Ah, das Bürsten, ja. Wie sieht's mit Bürsten aus? Musst du dafür erst ableinen? Ah ja. Kompliziert. Aber hier ist ein wunderschöner Fluss mit Wasserfall. Ganz herrlich. Muss man mal in den anderen Kameramodus gehen. Ja, ist das nicht toll? Wunderbar. An so einem Bach mit Wasserfall würde ich auch gerne wohnen. So. Oh. Nee, das ist Cleveland. Ich dachte schon, der Cutie ist jetzt so sauber. Oh nein, nein. Wir spielen den Pfützen belehren. Jetzt hat er sie gerade sauber gemacht. Dann kannst du vielleicht nochmal bürsten und dann ist aber nichts mehr mit Spazieren gehen, sondern dann ist wieder mit Trainieren angesagt. Sehr gut. Cutie hat gelernt, nicht in Pfützen zu spielen. Sehr gut. Also machen wir ein Training. Training, Sitz. Säuber, säuber. Okay. Und ich guck mal nach den anderen Hunden. Jo. Oh, Level 4. Das ist gut.
Wahrscheinlich geht das Erziehen auch schneller, wenn er bessere Level hat. Tofu ist noch ganz verliebt. Mal gucken, ob... Ah, man kann immer noch zur Paarung ermutigen. Wo ist denn Amika? Ach, die schläft da. Tja. Aber vielleicht kann man andere Tiere zur Paarung ermutigen, bis es feststeht, dass einer schwanger ist. Aber eigentlich ist das unlogisch. Ich guck nochmal Oreo. Kann man auch schon wieder zur Paarung ermutigen. Ja, dann ist jetzt Tofu dran. Als nächstes zur Paarung ermutigen. Tofu wollte ja gerne mit Amika eigentlich. Aber Blacky wollte auch gerne mal. Wir machen mal Tofu und Blacky. So. Ah ja, er erzieht jetzt hier erst noch. Die sind irgendwie nicht sehr fruchtbar bisher. Aber das wird schon noch. Gut, das zieht sich ein bisschen, diese Erziehungsrunde. Ja, da wäre ein zweiter Sim schon praktischer, weil es immer alles an dem einen Sim hängt. Alles, was man tun kann. Aber wenn wir einen zweiten Sim haben, dann haben wir einen Platz weniger im Haushalt. Also lassen wir lieber den einen. So, sehr gut. Cutie hat den Befehl Sitz gelernt. Okay. Ja, Cleveland ist auch schon wieder super dreckig. Ja. Willi und Tofu sind soeben beste Freunde geworden. Das ist gut. Können wir vielleicht auch irgendwann mal das mit dem Kumpel machen. So. Ja. Na, immerhin kriegen wir jetzt diese Hunde-Paarungsinteraktion sehr oft zu sehen. Das ist doch schön. Sehr gut. Wow, wow. Oh, und Blacky scheint sehr dreckig zu sein. Alle sind irgendwie dreckig. Aber beim Blacky sieht man schon Flöhe springen. Darum mach mal den Blacky sauber. Nee, die Blacky. Ja, ja, hier, jede Menge Badebedürftige. Oh, und der Müll läuft über. Und er selber ist auch schon dreckig. Tja. Und dann muss er die Pflanzen gießen. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Ja, echt viel zu tun. Und vielleicht könnte er Amika mal wieder zur Jagd schicken. Die macht das ja schließlich eigentlich gerne, meines Wissens. Und dann hoffen wir, dass sie nicht wieder wegläuft. Aber sie ist ja nach der Jagd, nach der letzten eigentlich noch wieder heimgekommen und alles war in Ordnung. Vielleicht hatte es auch gar keinen ernsthaften Grund. So, na, das klappt doch wenigstens alles relativ zügig. Und die paar Blumen gießen macht auch nicht so viel Arbeit. Na, hier, die wollen da auch. Cutie und Tofu. Nee, Cutie und Tofu sind, glaube ich, beides Männle. Und, hast du die Amika jetzt zu... Ja, ja.
Ja, Amika flitzt jetzt auf die Jagd. Gut, da gucken wir dann ab und zu mal, wo sie gerade ist. Und die anderen, ja, sind alle dreckig und fressen und saufen Badewasser, das ist in Ordnung. Und Amika flitzt hierhin. Ah, die ist ordentlich schnell. Oh, das war doch Blue. Blue ist irgendwie auch liebeswütig. Ah, hier könnte man mal hingehen und ein Geschenk einsammeln. Gibt es hier noch mehr Geschenke? Und, hast du was gefunden, Amika? Hier gibt es auch ein Geschenk. Oh, und dann habe ich gehört, abends gäbe es immer Goldbarren am Strand. Und das will ich doch mal überprüfen. Vielleicht ist das auch Glückssache. Da muss dann irgendwie einer der Streuner die Goldbarren Kackkrankheit haben. Und dann ist es vielleicht, weil hier momentan sehe ich da noch nichts. Ja, mit einer Katze könnte man hier ziemlich viele schöne Federn finden. Also ich würde sagen, wenn die Welpen geboren sind und wieder ein Platz frei wird, dann suchen wir uns mal eine Streunerkatze. Weil ich hätte gerne, dass der Willi auch Katzen hat und dass er die Möglichkeit hat, mit denen Federn zu finden. So, Amika, wo treibst du dich rum? Auf jeden Fall ist Amika gerade glücklich. Okay. Was gibt's da? Oh, so ein Fischhaufen. Da wird man vor allem dreckig, denke ich. Ah. Und Willi. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Nicht so schnell, Willi. Jetzt. Der braucht ja auch Spaß. Du könntest erstmal mit Cutie ein bisschen spielen. Bleib mal streicheln und steh einfach nochmal auf, weil du bist nicht so müde und wir müssen ja auch Amika dann wieder nach Hause holen. Muss die schon wieder auf den Topf? So. Balgenbürsten. Da macht ihr mal. Balgen ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Nee, gibt's aber sonst nichts anderes. Ah, der Spaß ist schon wieder besser. Das ist gut. Dann musst du nicht mit ihr balgen. Die Frage ist, wann kommt. Ah, Liebe spüren. Macht mal Liebe spüren. Und wir pfeifen mal Amika herbei. Die ist nicht eingeschlafen. Na, jetzt kommt sie nach Hause. Das ist gut und ist super dreckig. Du gehst erstmal aufs Klo. So. Na, und die müssen schon wieder eine Pinkelrunde machen. Tja. Ja, sieht ganz so aus. Ah ja. Okay, immerhin, Cutie geht von selber raus und pinkelt direkt vor die Tür. Und Cleveland auch. Und wo ist Amika? Da kommt's angewetzt, das ist gut. Hat irgendwie nichts gefunden und ist aber sehr dreckig. Ich glaube, du musst zuerst mal Amika baden. Und morgen dann auch alle anderen nach und nach. Ja. Aber Amika sieht irgendwie besonders gründreckig aus. Oh. Und hier Oreo wartet wohl drauf, dass er zum Pinkeln gerufen wird. Okay, also nach dem Amika-Baden gehst du mal hier hin. Ich sollte ihn vielleicht erst mal baden lassen. Nicht, dass er das dann abbricht.
Und wir haben immer noch keine Meldung von wegen schwanger. Aber wir versuchen's weiter. Sonst gabeln wir eine Katze auf. Aber hallo. Da müssen wir aber in ein anderes Viertel reisen. Denn ich glaube, hier sind immer nur Hunde. Außer Bürgermeisterin Schnurrhaar. Okay, jetzt ist er schon ziemlich fertig. Dann kann man ihm wohl schon mal sagen, dass er hier hingehen soll. Ja, Oreo steht vor der... rennt den ganzen Tag rein und raus und steht jetzt heulend vor der Tür, dass er pinkeln muss. Naja. Das kriegt man ja schon hin. Zweimal täglich so eine Pinkelrunde. So, dann rufst du erstmal Oreo. So, und dann alle anderen auch, damit das dann erledigt ist. So, jetzt bitten, das Geschäft zu machen. Ja. Bitten, das Geschäft zu machen. Wo ist es? Hier. Und... was wohl passiert, wenn man zusammen zum Abenteuer aufbricht? Habe ich sie jetzt alle? Nee, Amika hat er noch nicht gesagt. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Na, ja, Amika möchte jetzt spazieren gehen. Ach, Amika, du warst doch erst unterwegs. Und ist gerade gebadet worden. Oh, Blackie ist hier eingeschlafen, oder? Was macht Blackie? So. Ah, er hat noch gar nicht allen gesagt, dass sie mal müssen. So, ja, wo ist Cleveland? Der arme Willi. Tja. Ist er nicht mit Cleveland beste Freund? Freundlich? Bei der Diana, da war das sehr früh, dieses Kumpelwerden. Da habe ich noch gar nicht damit gerechnet. Und dann kam einfach Kumpelwerden. Das fand ich dann ganz gut. Dann habe ich das einfach mal gemacht. Aber jetzt darf Willi einfach mal ins Bett gehen. Und es mit dem Kumpel kriegen wir schon noch hin. Gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.